Was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Haribo-Test-Video auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seid mal wieder beim Arzenberger und heute habe ich das hier für euch mitgebracht. Wir haben von Haribo eine neue Sorte aus Dänemark und zwar haben wir diesmal die Haribo Lakritz-Egg. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Auf jeden Fall sind das dragierte Lakritz-Eier mit Fruchtgeschmack. Hier kann man sie schon sehen und erkennen. Also ich bin gleich sehr gespannt, wie die schmecken werden. In Deutschland so in dieser Form nicht erhältlich. Ich habe das Ganze mal wieder bei World of Sweets gekauft. Die sind spezialisiert auf so einen Kram. Wir haben eine 325 Gramm Packung bezahlt. Habe ich dafür 2,19 Euro. Und wo ich es gekauft habe, habe ich ja gerade schon gesagt. Deswegen, wir haben jetzt genug gelabert. Ich würde sagen, wie immer, auf meinem Kanal geht es nur um den Geschmack. Und deswegen werden wir jetzt ein paar Eier herausholen. So, da wollen schon wieder die ersten weg, verdammt. Und wir zoomen hinein. Schaut mal, so sehen sie aus der Nähe aus. Ja, also ich habe keine Ahnung, wonach die jetzt gleich schmecken werden. Innen drin wird wahrscheinlich ein Lakritzkern sein. Ja, und das drumherum. Gute Frage. Ich beiße jetzt einfach mal rein und probiere. So, schaut mal, so sieht das Ganze von innen aus. Ich habe jetzt reingebissen. Wie gesagt, es hat hier nach Minze geschmeckt. Ekelhaft. Also es passt schon mal meiner Meinung nach nicht zusammen. Egal. Wir probieren den nächsten. Diesmal orange. Ja, der schmeckt wirklich nach Orange. Das Zeug, was drumherum ist. Aber total eklig. Den musste ich jetzt ausspucken. Also bisher bin ich alles andere als begeistert von der Sorte. Jetzt nehmen wir hier den Weißen mal her. Ja. Schmeckt irgendwie undefinierbar. Ich weiß nicht, ob ihr von Haribo die Stafetten kennt. Das schmeckt irgendwie ähnlich jetzt hier mit diesem weißen Zeug drumherum. Nee, also da bin ich alles andere wie begeistert. Ich glaube, grün hatten wir noch nicht. Dann probieren wir noch mal einen grünen. Mal sehen, ob der besser ist. Dann gibt es mein Fazit. Grün schmeckt auch nach Pfefferminz. Oh nee, Leute, was ist das denn? So, ich musste den Rest wieder ausspucken. Also in dem Fall kann ich verstehen, warum es diese Sorte nicht in Deutschland gibt. Schmeckt mir überhaupt nicht. Absolut eklig. In meinen Augen, also von mir gibt es ganz klar den Daumen nach unten. Keine Kaufempfehlung. Wenn ihr mutig seid, könnt ihr euch die mal kaufen und mal probieren. Aber wie gesagt, für mich ist das gar nichts. Überhaupt nicht mein Geschmack, obwohl ich Lakritz liebe. Aber das ist irgendwie, nee, überhaupt nicht meins. Ja, wenn ihr euch getraut habt und die mal gekauft habt und probiert habt, könnt ihr mir gerne was dazu in die Kommentare schreiben. Ich lese und antworte natürlich auf alles. Wem das kleine Video hier gefallen hat, einen Daumen nach oben für mich. Wem nicht, einen Daumen nach unten. Ihr könnt mich gerne abonnieren oder weiterempfehlen. Und wenn ihr ganz viel Lust drauf habt, morgen gibt es schon wieder ein neues Video hier beim Arzenberger. Ihr wisst, jeden Tag ein neues Testvideo bei mir. Dann würde ich sagen, bis morgen. Haut rein, euer Arzenberger.